Sabrina Wettstein von der Schweizerischen Post. Sabrina, ihr seid in diesem Jahr Presenter des Schweizer Markenkongress. Welche Ziele verfolgt ihr mit dieser Partnerschaft? Einerseits unterstützen wir natürlich sehr gerne so ein wunderbares Forum wie den Schweizer Markenkongress. Auf der anderen Seite eine wunderbare Gelegenheit, Gespräche zu führen mit den Profis aus dem Werbemarkt und natürlich auch unser sehr junges Produktportfolio von der Post Advertising zu etablieren und auch zu zeigen, was wir da alles Tolles im Köcher haben. Was zeichnet die Veranstaltung aus? Ich glaube, dass man hier heute sehr viel Inspiration mitnehmen kann, sehr tolle Gespräche mit neuen Gesichtern, mit Altbekannten in diesen Austausch auch wieder kommt. Davon lebt unsere Branche, davon lebt auch natürlich das ganze digitale Marketing. Wir haben hochwertige Speeches, wir haben tolle Brands hier vor Ort, also eine gute Kombination von Qualität und ja, sehr viel Spaß. Einer der heutigen Schwerpunkte ist Herausforderungen im Markenmanagement. Mit welchen Challenges siehst du die Schweizerische Post konfrontiert, insbesondere aktuell? Ja, ich glaube, ich beziehe mich hier gerne auf Post-Advertising, weil das natürlich jetzt das Thema ist, da wo ich auch angesiedelt bin. Ich glaube, für uns die Challenge ganz klar, offensichtlich auf der Hand. Wir sind ein sehr junger Brand oder ein sehr junges Leistungsversprechen als Teil der Schweizerischen Post. Wir müssen uns natürlich noch etablieren. Wir werden immer noch sehr stark mit physischem Dialogmarketing in Verbindung gebracht. Das ist auch etwas, was wir mit sehr viel Stolz immer noch in unser Schaufenster stellen. Aber Post-Advertising hat mittlerweile ganz viele Digitalkanäle und auch Digital-Out-of-Home-Kanäle im Portfolio, die wir natürlich auch etablieren möchten und müssen und natürlich auch als gesamte crossmediale Werbespezialistin ja, wahrgenommen werden möchten. Was nimmst du bisher her vom Schweizer Markenkongress mit? Ganz viel Inspiration, neue Trends und auch sehr viel spannende Insights zu diversen Themen. Ganz tolle Gespräche und ja, ich bin gespannt, was der Nachmittag noch bringt. Und zum Abschluss der Schweizer Markenkongress in drei Worten. Inspiration, Trend und Austausch. Super, vielen Dank.